Und damit, mit diesem Erleben und dem Verstehen von Zusammenhängen, können wir halt einfach herausfinden, was wir wiederholen sollten und was nicht. Ganze Torte, Schokoladentorte an einem Tag essen, besser nicht wiederholen. Heute machst du Yoga, da geht es nicht nur heute gut, es geht dir auch morgen gut. Dann sagt dir nicht nur der Körper, sondern das energetische System sagt alles, das war gut, das sollte ich doch vielleicht nochmal wiederholen. Und dann geben wir mehr und mehr Energie in diese Bereiche, von denen wir erfahren, das tut mir nicht nur jetzt gut, ja, sondern das tut mir auch morgen und übermorgen noch gut. Je mehr ich das wiederhole, desto mehr erlebe ich einen gleichbleibenden Zustand von mir geht es gut. Also sollte ich das doch einfach weiter verfolgen. Und darüber haben wir einen ganz klaren Kompass, eine klare Route, der wir folgen können, um dieser Entfaltung des Geistes einfach noch zu helfen und zu unterstützen. Und das ist der eigentliche Grund, wieso Karma existiert. Damit wir unseren Weg nach Hause finden können.